Hier. Los geht's. Es geht da. Töt ihn. Töt ihn. Bam. Hä? Boah, du bist der Killer. Alles klar, ich stecke. Weiter geht's. Ah, ich war hier schon mal. Ich war hier schon oft. Soll ich noch meinen Start sagen? Nee, nee, wir machen jetzt so weiter. Nee. Also ist schon blöd. Ja, du kannst ruhig jetzt irgendwas sagen, so wie Hallo Leute oder so. Ja. Okay. Ja, hallo Leute. Heute spiele ich. Da ist ein Gegner, Mensch. Ja, da ist auch einer. Chimmer. Warte mal. Jawohl. Heute spiele ich mal wieder MC5. Dreh dich mal um. Geh zurück. Ja. Geh zurück. Lauf da lang. War da keine lang. Gute Idee. Da den töten. Den umballern. Ah. Jawohl, Julia. Alles du bist der klar. Killer MC5, Alter. Ich habe schon so lange kein MC5 mehr gespielt. Wann habe ich das letzte Mal gespielt? Ein bisschen länger, ja. Bestimmt vor einem Vierteljahr. I don't know. Ja, Leute, ihr fragt eigentlich auch ein paar Mal, beziehungsweise relativ oft, dass meine Schwester mal wieder spielen soll. Und ja, ist schon länger kein Video mehr gekommen, einfach aus dem Grund, da wir alle, die auf dem Kanal hier sind, das Abitur geschrieben haben, beziehungsweise immer noch schreiben. Die Hälfte ist rum. Die Hälfte ist rum mit dem schriftlichen Abi. Schwerste ist rum. Oh, die hat schon den MP-Schlag, Leute. Schaut euch mal an, wie meine Schwester hier passiert. Leute, ich zieh durch. Auf jeden Fall haben wir halt das Abi geschrieben, schreiben es immer noch und jetzt ist gerade so eine kleine Pause zwischen den beiden, beziehungsweise zwischen den vier schriftlichen Abi-Prüfungen. Warte, am Montag musst du Englisch schreiben, ne? Genau, Montag Englisch, am Dienstag Wirtschaften, das geht eigentlich gut klar. Oha, ich dachte, so bis zu Ende der Woche hinschreiben, so freitags noch Wirtschaft. Nee, nee. Auf jeden Fall, ja, spielt heute meine Schwester wieder auf dem Beat the Noobs-Account, wo man einfach in eher schlechtere Lobbys reinkommt und zum Glück ist es eine volle Lobby. Da ist einfach nobody. Ja, du musst... Ich würde sagen, du gehst mal nach oben, so langsam. Du läufst zwar die ganze Zeit im Kreis, aber das kann man natürlich auch machen. Ist wahrscheinlich auch sehr schön zu wissen, könntest du mir auch vorher sagen, ne? Also, so ist es nett. Das sind so rote Punkte, ne? Sind rote Punkte sind die Gegner, das heißt, sie sind eher hinter dir gerade. Da in die Richtung. Du kannst auch zielen. Und ja, jetzt? Ich kann auch zielen. Und sehe hier niemanden. Lauf einfach weiter. Da ist einer. Töte ihn. Wo? Ich sehe nichts. Lauf einfach weiter. Den hat man nur kurz gesehen. Da hinten, die Silhouette, siehst du doch, oder? Jawohl, und er schmeißt dir eine Granate, du bist tot. Oh. Aber nur von der Granate, von irgend so einem Noob, der nennt sich... Ich hätte ihn vielleicht auch noch gekriegt. So. Du hättest ihn gekriegt, wenn er keine Granate geschmissen hätte, weil er einfach nichts kann. Man spawnt einfach da, wo unter anderem auch ein nächster Gegner sein könnte, oder wie? Normalerweise nicht. Hinter dir, dreh dich um. Umdrehen. Ja. Genau da langlaufen. Da war vorhin ein Gegner. Ob er getötet wurde, weiß ich nicht. Da hinter dir. Moment. Es ist so schwer, dich zu koordinieren, ne? Wenn ich sag hinter dir, sagst du Moment und läuft nach rechts. Ich lauf außen, ja? Ja, außen rumlaufen ist eigentlich immer gut. Damit du links oder was auch immer, wo auch immer rechts halt. Hier ist es jetzt links, damit du links eine Deckung hast. Wie viele Leute sind denn im Spiel? Insgesamt 4 Gegner und ihr seid zu 6, weil ihr einfach das Babu-Team seid. Da vorne ist irgendwo ein Gegner gewesen, der jetzt, glaube ich, gestorben ist. Aber lauft trotzdem weiter. Da schmeißt einer Wildgranaten und der ist gerade gestorben. Der ist gerade noch so am Fliegen. Oder am Fall. Da ist ein Gegner. Töte ihn! Gut gemacht. Okay. Ich laufe ja eigentlich auch nur in meinem Kreis, ne? Also. Ja, du kannst auch mal aufs Dach gehen, wenn du willst. Nach aber oben das ist ein bisschen laufen, gefährlicher. Sodass ihr Zuschauer hier... Nicht wegklickt. Nach rechts, hier in die Richtung, da folgen wir geradeaus. Ah, war einer. Jetzt ist er gerade gestorben. Also ich orientiere mich da ein bisschen auf der Map. Gut, jetzt hast du nur noch 3 Gegner. Bisschen zu weit gelaufen. Geh nach rechts. Anderes rechts. Anderes ich laufe jetzt nach dir. Vorne. Hinter dir. Da ist ein Gegner, du willst doch Gegner töten, oder nicht? Da vorne ist ein Gegner. Ich hätte den anderen. Da, hockt da. Töte ihn. Jawohl. Random Headshot, perfekt. Okay, Aufklärungsflugzeug, jetzt sind wir gleich auf der Map, wo die nächsten Gegner sind. Die roten Punkte, der rote Punkt, du läufst einfach da weiter, wo du gerade langläufst. Der ist gerade gestorben. Ich achte ehrlich gesagt gar nie auf die Map. Ja, das mache ich. Okay. Lauf mal da hoch, bitte. Und jetzt schaust du da runter, wo der eine gerade runtergeschaut hat. Und da sollten dann 2 Gegner sein. Schau da rechts, da ist einer, der ist gestorben. Hinter rechts, weiter rechts. Die sind, glaube ich, sogar schon beide gestorben. Da ist der nächste Gegner, da unten. Töte ihn! Kill ihn!
War das meiner? Ja. Juhu. Wenn da so eine blaue Schrift steht und da Kopfschuss oder Kill oder sowas steht, dann warst du das. Und wenn da nur Beihilfe steht, dann nicht. Da in die Richtung okay, ist der nächste Gegner. Oder da vorne, ne? Da vorne irgendwo müsste er sein. Da um die. Da. Genau. Ah! Nein! Jetzt hat er dir einen random Headshot gegeben. Mm. Also zufälligen Headshot. Zufälligen Kopfschuss für die Deutschen. So. Also ich glaube, Headshot hat. Du hast gerade einen Kill wieder mit dem Geschütz, das ich dir okay. aufgestellt habe, gemacht. Da ah, du hast was aufgestellt, schön zu wissen, hab's nicht mitgekriegt. Da, ich greif dir jetzt. Da ist der Gegner! Okay, er ist schon gestorben. Weiterlaufen, weiterlaufen. Da links müsste jetzt vielleicht einer sein. Ich wollte noch meinen Satz beenden. Also Headshot hat bestimmt in Deutschland schon. Da hinten ist einer, oder? Ja, wurde gut eingebürgert. Hab ich die jetzt gerade aufgehoben, was auch immer? Nein. Nee, hab sie nicht auf die Chat. Damit kommst du weniger klar. Jetzt hast du nur noch einen Gegner. Alles klar. Aber die Runde ist eh gleich zu Ende, also passt das schon. Ey. Da ist der Gegner. Tödi. Das ist der Gegner. Nur, da stand eine grüne Schrift oben drüber. Ja, weil das von dem Toten war. Aber voll verwirrend. Ich laufe einfach so, wir laufen aneinander vorbei. Klappt schon. So eine kranke Runde heute. Soll heißen, ich bin schlecht? Nein, weil ich so rumbrüll. Ich hoffe, ihr hört mich auch irgendwie gescheit. Ich versuche hier ein bisschen rumzubrüllen, damit ihr mich hört, weil meine Schwester das Headset auf hat. Da vorne ist ein Gegner. Ah, oh, ihr habt gewonnen. Gut, was ist dein Score? 11 zu 2, Leute. Ich bin stolz auf dich. Leute, wir hoffen natürlich, wie immer, das Video hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, ein Abo wäre auch nice. Dann lasse ich dir das Schlusswort. Tschüss.